Jetzt siehst du, wozu wir fähig sind. Komm zu mir und ich zeige dir eine Welt, die du nie für möglich gehalten hättest. Muss ich jetzt da durch? Ach ja, stimmt, ich bin ja der Hoffnungsträger. Wo jetzt denn hier hin? Und das ist nämlich ganz woanders. Amazing Grace, how sweet, oh nein. The sound that saved a wretch like me. Aber jetzt versteht er seine Bestimmung und wird sich in Eden zu uns gesellen. Und wenn du versuchst, ihn aufzuhalten. Wo finden wir Faye? Dein Sheriff war eine Mauer. Eine Mauer zwischen dir und dem Vater. Eine Mauer, durch die du nicht die Wahrheit erkennen konntest. Also werde ich diese Mauer einreißen. Sheriff ist jetzt so dicht dran, das Wort des Vaters in sein Herz zu lassen. Faye, wo bist du? Und wenn er es tut, dann führt kein Weg zurück. Mann. Ja. Monster. Kuckuck. Du Verräterin. Du hättest dich uns anschließen können. Jetzt stirbst du allein. Komm, Mädel. Du schlägst mein Angebot aus? Du kannst den Vater nicht hintergehen! Du wirst niemals wissen, was ich weiß! Ich kann nichts dafür! Nichts davon ist meine Schuld! Doch, ist es. Meinst du, ich wollte das?
Er hat mich mit Drogen gefügig gemacht, mich bedroht. Ich war 17, noch ein Kind. Ja, warum bist du denn ihm trotzdem gefolgt, Mensch, Mädel? Der Vater sieht, was du tust. Doch, Mädel, doch. Es wurde Zeit. Du warst 17. Du kannst es nicht verstehen. Du begreifst immer noch nicht, was du tust, oder? Joseph glaubt, er sei unser Erlöser. Aber du wirst es sein, der entscheidet, was passiert. Du warst der Anfang. Du bist das Ende. Es sollte immer genau so ablaufen. Du folgst dem Pfad. Du rettest deinen Chef. Du wirst die Heldin sein. Und dann entscheidest du. Und wenn du nicht auf ihn hörst, behält er recht. Na, wer kommt jetzt? Was jetzt folge dem Pfad? Okay. Ach du Scheiße. Facebunker. Aha. Jeder hat so seinen eigenen Bunker oder wie? Och. So, finde den Sheriff. Ich bin dein Vater. Glaube ich aber nicht. Wie bei Star Wars oder was? Und du bist mein Michael. Is to sing his praise than when we first begun. Ich habe nicht viel Zeit, Rocky. Bliss. Du musst es aufhalten. Du musst dich beeilen. Amazing Grace. Oh nein. Rookie. Oh nein, los,
Soroki, schalte alles ab! Oh Mann. Alter. Wow, 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 wow. Der kann euch auch nicht mehr helfen, Kollege. Warte mal. Mach mal. Okay, alles klar. Ja, ja, der sieht meine Sünden bestimmt. Oh. Oh, du Scheiße. Ich bin ja geil drauf. Na komm. 1 von 5. Wo muss ich denn hin?
Wollte mich jetzt verarschen? Der Sheriff haut in dieser Bliss-Scheiße. Na toll. Das gefällt mir jetzt richtig. Ja, hallo. Mahlzeit. Hör zu. Alter, willst du mich verarschen? Na toll. Boah, da muss ich ja richtig aufpassen. Aber das machen wir noch. Ja, wir sind jetzt gerade im Bunker drin, das machen wir noch. Immer schön Rinder. Also sprich, jeder von den Typen hat einen Alter. Das war's dann, Rookie. Tut mir leid, aber ich muss von hier verschwinden. Wegen dem Blitz kann ich nicht mehr gerade gucken. Dann liegt es an dir, spreng die Bude in die Luft. Ich muss jetzt also aufpassen. Munition ist voll, okay. Warnung, Überlastung der Zentralventile. Abschaltung sämtlicher Sicherheitsschlösser. Mann. Komm. Gut. Überlastung sind die scheiß Pumpen hier, wa? Hier los, komm. Nö, flieg mit nicht.
Ladung steht kurz bevor. Ist da durch? Gut. Durch. Überladung steht kurz bis. Sofortige Evakuierung. Was ist das jetzt? Ja. Sofortige Evakuierung. Boah, Alter, jetzt mal hier raus hier aus diesem Bunker. Ja, ich schicke mich am besten noch in den Flammen. La. Überladung steht kurz bevor. Ja, das geht doch, das merke ich doch. Überladung steht kurz bevor. Sofortige Evakuierung. Junge, haben wir es neu geschafft. Schön. Ja, das wissen wir ja nun jetzt. Und es hat sich überladen. Gut, dann können wir jetzt erstmal, kommen wir noch in ein Gespräch und dann können wir erstmal eine Aufnahmepause machen. Wurde auch langsam mal Zeit. Siehst scheiße aus. Ja, so fühle ich mich auch. Brauchst du Hilfe, um reinzukommen? Gott, nein, das geht schon. Hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Du hast heute eine Menge Leute gerettet. Vergiss das nicht. Hey, kannst du mir helfen? Ich muss los. Weißt du, es gab einen Moment, kurz bevor du ankamst. Ich verlor die Hoffnung. Ich sah einfach keinen Ausweg. Aber du warst stark. Und viele gute Menschen sind gestorben, aber wir alle hier, wir leben noch dank dir. Und ich bin verdammt stolz auf dich. Und jetzt geh und finde diesen gottverdammten Joseph Seed. Bring ihn vor Gericht, oder? Unter die Erde. Das ist ein Befehl, Deputy. Alles klar.
Ziegel ward geöffnet. Meine Faith. Meine Faith. Sie war nicht die erste, die diesen Namen trug, aber sie war die hingebungsvollste. Als sie zu mir kam, war sie wie viele von euch. Gebrochen. Verloren. Ich habe an sie geglaubt. Und sie wurde engelsgleich. Perfekt. Und die Sünde haben sie uns weggenommen. Es ist der Glaube, der uns zusammenhält. Ohne sind wir verloren. Also verlieren wir nie den Glauben. Und jene, die uns Böses wollen, werden leiden. Oder du wirst leiden. Dein Bruder, deine Fee sind weg. Die sind tot. John ebenfalls tot ist, bleibt nur noch Jacob im Norden übrig. An die Arbeit. Warte mal, Jacob. Seinen Willen. Ah, alles klar. Ja. Ist jetzt noch die Frage. Wir haben jetzt noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen. Machen wir noch. Machen wir noch fertig. Hier Adelaide beim Yachthafen, Schätzchen. Die Peggys überrennen uns. Keine Ahnung, wie lange wir uns diese Hurensöhne vom Hals halten können. Vor allem die Hurensöhne. Auch schön. War ja der Elch. Hier ist noch ein bisschen. Okay. Das ist der Puma. Okay. Ja, die beiden Dinger können wir noch machen. Warte mal. Stopp. Jetzt. Yachthafen. Ah, hier. Ach, das gehört noch dazu. Okay, dann weiß ich schon mal Bescheid. Das gehört noch dazu. Und dann haben wir noch. Das würde sind die Fässer, Feuerzeuge, Comics. Ja, den Puma und das dann noch. Naja, gut. Haben wir noch ein bisschen was zu tun? 15 Stück haben wir jetzt schon, meine Güte. Ah, alles klar. Was ist denn da unten? Ach so, wir sind jetzt. Uiuiui. 18. Wir können noch ein bisschen warten, dafür brauchen wir 9. Oh, gut, okay. 300. Das ist schon mal sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir das mal hier in der Aufnahmepause. Jungspund, wenn du an dem Laden vorbeikommst, guck mal rein. Es gibt ein paar neue Spielzeuge für dich. Dankeschön. Machen wir bei der nächsten Aufnahme. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.